Ihr habt es vielleicht mitbekommen, 30.07. sind wir in der MEWE Arena, 30.000 Zuschauer. Vielleicht habt ihr es gesehen auf Instagram, wer schon alles mit dabei ist. 60 Veröffentlichungen fehlen noch. Und ich habe etwas vor, ich will in meinem Team noch einen ganz besonderen Gast. Ich will I Show You Speed in meinem Team haben. Wer kennt ihn? Ich will Speed in meinem Team. Ich weiß, der ist großer Fußballfan. Ich weiß, dass nur die Power der Community das machen kann. Kommentiert dieses Foto. Be part in Battle of the Socials. Markiert den Battle of the Socials Account. Bitte, bitte, bitte. Das wäre einfach super sick. Wir gehen einige Wochen zurück und ihr erinnert euch, wir hatten damals Vanessa Blank und Survival Lily als ja, Profi-Survival-Team nominiert. Hat leider nicht ganz geklappt. Und Joko und Klaas hätten wir gern dabei gehabt, quasi so als TV-Team. Und deswegen haben wir uns überlegt, wen könnten wir vielleicht noch suchen, die das so ein bisschen vereint. Vielleicht Leute aus einer etwas anderen Bubble, so aus dem TV-Bereich, aber vielleicht auch welche, die eher so aus der Profi-Richtung kommen. Letztes Jahr hatten wir Otto dabei, der so ein bisschen diesen Military-Survival-Bereich abgedeckt hat. Und dieses Jahr wollten wir das Thema Profi ein bisschen anders definieren. Weil Profi heißt ja nicht immer gleich Survival-Profi oder Military-Profi, sondern er kann ja auch im Bereich Natur und Auto auf ganz anderen Bereichen professionell unterwegs sein. Wir haben lange überlegt, viele Telefonate geführt und sind fündig geworden. Und ich bin verdammt stolz drauf und freue mich, dass Sie mit dabei sind. Wir machen es natürlich wieder spannend. Ich droppe nicht direkt den Namen, sondern erstmal ein paar Fakten und vielleicht kann der ein oder andere schon ahnen, um wen es geht. Facts zu Person 1. Er ist einer der bekanntesten Tierfilmer Deutschlands, mehrfach ausgezeichnet. Gänsehaut! 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 Er ist Terra X-Moderator und gilt als Experte im Bereich Nordamerika und ganz speziell Bären. Weltweit ist er seit 30 Jahren leidenschaftlich meist mehrere Wochen in der Natur unterwegs und das oft mit sehr wenig Ausrüstung. Er hat dutzende Wildtierbegegnungen erlebt. Verdammte Scheiße, Alter. Warte mal noch mal ganz kurz. Entschuldigung. Hat sich erledigt. Sorry. Ich muss noch mal einmal... pass auf, war mir gar nicht bewusst. Fritz hat da nie mit dem Bären gekämpft. Das wirklich das beste Team... Entschuldigung, es war ja von vornherein falsch. Ey, tut mir leid, Martin und Fritz, aber das ist klar. Ich glaube, weißt du, und wenn Joey Kelly da nur Deko ist, das ist das beste Team. Facts zu Person 2. Wusste ich gar nicht. Ein absolutes Unikat. Er war ein weltweit erfolgreicher Popstar und spielte Konzerte vor über 200.000 Menschen. Er ist ein... Ja, und das wird ihm bei den Pumas, Wölfen und Bären helfen. Er wird... die Kanada-Waldarena füllen mit Gejaule, mit Geschrei. Hier ist von der Kelly Family Joey Kelly. Ra, ra, ra. Seit 30 Jahren TV-Star, Autor und vor allem Extremsportler. Ich spicke mal von meiner kleinen Liste. 50 Marathons, 31 Ultramarathons, 13 Ironmans, über 10 Wüsten-Ultraläufe, 4 Race Across America, 2 Powerman, 12 Tough Guy The Race, über 100 Halbmarathons, Triathlon und Volksläufe, 8x 24 Stunden Bike und Mountainbike, 2 Wochen Yukon Survival zu 2, 2 Wochen Amazonas Survival zu 2. Er ist einmal quer durch Deutschland, ca. 900 Kilometer in 4 Wochen, ohne fremde Hilfe. Dabei hat er kein Geld oder Essen von irgendwem angenommen, hat draußen geschlafen, ernährte sich von dem, was ihm die Natur gegeben hat. Er hat einen 860 Kilometer Fußmarsch von der Ostsee bis zur Zug. Hat der das alles gemacht? Was? Er war schon 10 Tage lang allein auf einer einsamen Insel und hat sich nur von dem ernährt, was ihm die Natur geboten hat. Oh, er hat das Siberian Race hinter sich, das sind 255 Kilometer bei Temperaturen von bis zu minus 25 Grad. Okay. Und klar, was man halt so macht, eine kleine Wanderung zum Südpol stand anscheinend auch noch an. Vielleicht lehne ich mich damit weit aus dem Fenster, aber ich glaube, damit haben wir das erfahrenste Team, was es jemals bei Seven Wars Wild gab. Trommelwirbel, und ich würde sagen, es ist, beziehungsweise es sind keine geringeren als Filmab. Okay, Alter, ganz, bevor dieser Film kommt. Alter, Seven in the Wilds ist für die, was soll ich da mitmachen? Schatz, ich gehe 2 Wochen Kur. Ich gehe 2 Wochen ein bisschen Kur. Darf ich? Ja, geh doch. Ja, okay. Alter, was? Oh, jawohl. Also das ist ja wirklich krank. Hallo Fritz,
Ich bin's, Joey, und neben mir The Legend, Andreas Kieling, der die ganze Welt gesehen hat. Und ja, große Ehre. Wir verfolgen das, was du machst, seit einiger Zeit. Und geil. Total spannend. Und ich glaube, Andreas freut sich auch. Ja, Andreas. Ich freue mich auch drauf. Wir beide kennen uns schon länger. Oh, die kennen sich auch. Wir sind wieder bei Talkshows über den Weg gelaufen. Ah, okay. So Sascha wie Sascha und ich. Wir sollen noch sagen, dass wir es den YouTubern jetzt mal richtig zeigen wollen, wo der Hammer hängt. Werden mal die. Mal gucken. Irgendwie, wir sind halt so, ja, wir sind schon so ein bisschen eben anders, ne? Ich kennst mich ja so von Terra X und National Geographic. Ich habe da Lust zu. Oder nee, wir. Sorry. Wir haben da Lust zu. Und danach sind wir schlauer. Vielleicht läuft's gut. Wir machen bestimmt nicht schlimm. Spannend. Ich finde es einfach großartig, ja, dass was du kreiert hast, so gefeiert wird. Weil das einfach etwas ist. Du kennst die Ikone Monika Nehberg, der uns leider vor 2 Jahren verlassen hat, der das Survival schon damals in die 80er und 70er Jahre, wo wir als Kinder gesagt haben, crazy. Und dass du halt quasi jetzt mit deinen neuen Plattform quasi bei den Jugend. Also meine Kinder, meine Tochter, sage ich 16 Jahre jung, die hat mit Survival nichts zu tun, aber die sagte, das ist geil, was da abgeht. Und wir freuen uns. Ja, das war's eigentlich. Was soll ich da noch groß zu sagen? Ich freue mich auch nochmal und ich bin immer offen für neue Herausforderungen, für neue. Das ist bei Joey. Joey hat so riesen. Der hat auch jedes Auto von allen Raab-Events, der hat da einen riesen Schrottplatz mit dem ganzen Zeug. Der hat alles immer mitgenommen. Stefan, kann ich dein Auto mitnehmen? Von Dings, Stocker. Ja, nimm da mit. Richtig. Der hat da alles Mögliche. Ideen finde ich einfach spannend. Wir freuen uns. Dankeschön. Schön. Weißt du, warum ich mich jetzt so freue? Ich werde mit diesen Leuten viel Zeit verbringen. Davor und danach. Joey Kelly kenne ich schon. Wir rufen den jetzt mal an. Pass mal auf, wir rufen den jetzt mal an. Und ey, das ist mir eine Ehre, dass wir wieder was gemeinsam machen. Wart ihr damals im Stream mit dabei, als ihr dabei war? Geht nicht ran, wahrscheinlich Menschenskinder. Joey, Handy. Der guckt ja nicht so Handy. Ja, wo er so verplant war, ja? Mensch, heute geht überhaupt dort jemand ans Handy ran oder was? Ey, Joey, Knolli hier. Ey, ich freue mich total. Mein Lieber, ich sehe gerade das Video. Ich bin ja auch dabei wieder. Ich weiß nicht, ob du die 2. Staffel gesehen hast. Oh Mann, ey, Joey, riesen Freude. Also, dass wir da dann da am Start sind, freut mich total, ne? Ich werde natürlich auch wieder alles geben. Lang nicht so wie du, das ist klar. Aber wenn ich das schaffe, da 2 Wochen durchzuhalten, weißt du, und dann sagen kann, ja, Joey Kelly, ich hab's auch geschafft wie Joey Kelly, egal was ich da baue, egal was ich da tue, Hauptsache ich schaffe diese 2 Wochen, wird mir viel bedeuten. Joey, das wird mich richtig anspornen. Und natürlich der Andreas auch, freue mich total. Joey, meld dich mal. Tschüss, Knolli. Wenn ich Knossi sag, weiß er nicht, wer ich bin. Ja, sehr ja, Freunde, es sind Joey Kelly und Andreas Kieling. Joey Kelly mittlerweile, ja, Urgestein und TV-Legende und Andreas Kieling, Tierfotograf und Abenteurer, kennen sicherlich viele von euch. Ja, okay, aber muss man sagen, ist das krasseste Team. Ich glaube nicht, dass die großartig riesen Bauten machen werden, sondern das werden auch die sein, die mit wenig klarkommen. Also ich glaube, die großen Bauten sehen wir von anderen, von ihm wahrscheinlich, von den Natursöhnen, von den Wildcardern und so. Aber ich glaube, Joey und Andreas zeigen, die werden richtig, was man mit der Natur machen kann und sowas. Das wird anders sein. Die werden viel erkunden und sowas. Die schlafen vielleicht auch nicht immer am gleichen Platz. Wisst ihr, was ich meine? Die werden vielleicht auch mal da, hey, wir bleiben heute mal hier, wir sind jetzt durch den Wald, wir bleiben hier. Boah, ist ja krass, also richtig toll. Wir gucken einfach mal gemeinsam nochmal in ein paar Bilder rein, damit ihr auch nochmal ein Gefühl dafür bekommt. Also, das ist halt teilweise, wenn man sich so manche Bilder anguckt, irgendwie unvorstellbar. Ja. Ja, wenn man hier einfach mal sieht, wie er hier irgendwie, ja, Bärenschild, wollte ich fast schon sagen. Also, das ist krass, großen Respekt davor. Auch hier nochmal ein Ausschnitt. Ist wahrscheinlich. Danke, Tom Rom, für die Bits. Im Bereich Kanada, Alaska. Hat viele Tierbegegnungen hinter sich. Nicht nur im Bereich Bären, sondern alles Mögliche weltweit unterwegs gewesen. Gibt, glaube ich, auch Teams dabei mit, in dieser 3. Staffel. Ja, top. Das zum Beispiel schöne auch Grüße ein legendäres Wien, Bild. Ich habe selbst Knossi. Schon mehrfach Elefanten gesehen. Und danke, die sind echt nicht zu unterschätzen, auch wenn sie manchmal sehr, sehr friedlich und niedlich aussehen.
Oder auch hier, mal entspannt mit dem Leopard am Chillen. Ansonsten, Joey Kelly, ja, auch der Mann der Extreme, kennt man irgendwie damals noch von der Kelly Family. Aber was sind die denn, wenn die Männer der Extreme sind? Was bin ich denn dann eigentlich hier in dieser Staffel? Wir schalten zu Knossi. Ah! Ich bin, ihr wisst selber wieder, wer ich bin. Ich bin wieder ihr. Nein, ich bin wieder ihr. Ich bin, wie du denkst, zu Hause, so wie ich es auch in Staffel 2. Ich bin wieder du. Ich bin wieder der Zuschauer, der zu Hause sagt, ja, hat da recht, könnte ich auch nicht. Da regt er sich doch zu Recht auf, natürlich. Ich bin eher, ich finde, Sascha und ich, wir sind die Normalos. Also, ich bin noch der Allernormaloste. Oder, Chat? Aber hat einfach so viel kranken Scheiß abgerissen mit irgendwelchen heftigen Läufen. War, wie gesagt, im Amazonas unterwegs, war im Yukon unterwegs, hat alle möglichen Sachen abgerissen. Ich glaube, die beiden haben ein krasses Mindset. Also wer irgendwie so nah an Bären dran ist und so viel Wildlife erlebt hat. Nee, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass sie dabei sind. Und schreibt gerne auf jeden Fall auch jetzt schon mal eure Meinung zu diesem Team in die Kommentare. Vielleicht, damit ihr es auch nochmal so ein bisschen versteht, ne? Es gab jetzt natürlich auch einige Streamer-Konstellationen, die reingekommen sind. Und wir wollten natürlich eine breite Mischung haben. Und ich glaube, mit dem Team haben wir jetzt auch nochmal was richtig, richtig Geiles geschaffen. Ja, viele haben es von euch sicherlich mitbekommen. Es richtig gab geiles vor Team. Einigen Wochen eine sehr unschöne Begegnung. Und das freut mich aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil weißt du, dann fühle ich mich auch wirklich wieder wie ein Underdog. Ich finde dieses Gefühl echt sehr, sehr, sehr wichtig. Ich kann dann da viel entspannter reingehen. Wisst ihr, was ich meine? Viel entspannter, viel sorgenfreier, weil ich weiß, da sind überall Profis dabei und ich bin der auch, der sich entspannen kann. Ich kann nichts. Ich weiß nichts. Wisst ihr das, was ich meine? Könnt ihr das verstehen? Begegnung, die Andreas Kehling hatte, wo es zu einem Bärenangriff kam. Ich kann an dieser Stelle keine Bilder davon einblenden, sonst kriegen wir nämlich hier Probleme mit den Richtlinien. Könnt ihr einfach mal nach googeln, da gibt es diverse Beiträge, auch Andreas selbst hat dazu einiges sehr, sehr Spannendes erklärt, wie es dazu kam, warum es dazu kam. Sehr, sehr interessant, könnt ihr euch mal reinlesen in das Thema. Hat das Ganze glücklicherweise überlebt, aber die Bilder waren schon sehr erschreckend. Ja, und dennoch stellt er sich immer wieder diesem Risiko und ich kann mich auch an ein Interview erinnern, wo er gesagt hat, dass er irgendwie das Gefühl hat, dass er so in dieses Wesen der Tiere sich hineinversetzen kann. Und ich glaube, wenn man so lange Zeit draußen in der Natur ist, lebt, mit den Tieren unterwegs ist, dann hat man noch eine ganz, ganz andere Verbindung, wie wahrscheinlich kein anderer von uns, mit der Natur und vor allem auch zur Tierwelt. Ja, und ich glaube, ich spreche hier fürs komplette Seven vs. Wild Team, dass wir extrem stolz darauf sind, dass die beiden zugesagt haben. Ja, wirklich tolle Kandidaten, oder, Chat? Alles tolle Kandidaten, oder? Ja. Was sagt ihr zu den Kandidaten?